A. Hey, hast du dieses Wochenende schon etwas vor? B. Nein, ich bin offen für alles. Was hast du vor? A. Wie wäre es, wenn wir zusammen kochen? Ich dachte, es könnte eine schöne Gelegenheit sein, gemeinsam etwas Leckeres zuzubereiten. B. Das klingt super. Wann und wo hast du denn gedacht? A. Wie wäre es am Samstagabend? Ich habe den ganzen Tag Zeit, um einkaufen zu gehen und vorzubereiten. B. Klingt gut. Wo könnten wir denn kochen? A. Ich dachte, bei mir zu Hause. Meine Küche ist groß genug für uns beide und ich habe alle nötigen Utensilien. B. Perfekt. Was möchtest du denn kochen? A. Ich hatte an ein italienisches Gericht gedacht. Wie wäre es mit selbstgemachten Pizzen? B. Das klingt lecker. Welche Zutaten brauchen wir dafür? A. Wir bräuchten Teig, Tomatensauce, Käse, Champignons, Paprika und natürlich verschiedene Belege nach Geschmack. Ich kann schon mal den Teig vorbereiten. B. Super. Ich bringe dann die restlichen Zutaten mit. Wie laden wir noch jemanden ein? A. Ich dachte, wir könnten ein paar Freunde einladen. Was hältst du davon? B. Das ist eine tolle Idee. Wie viele sollen wir einladen? A. Vielleicht zwei weitere Freunde, dann sind wir zu viert und haben genug Platz zum Sitzen. B. Prima. Dann lade ich meine beiden besten Freunde ein. Sollen wir noch etwas anderes vorbereiten? A. Ich dachte, nach dem Kochen könnten wir einen Filmabend machen. Wir könnten uns einen lustigen Film aussuchen und gemütlich auf dem Sofa entspannen. B. Das klingt nach einem perfekten Plan. Hast du schon einen Vorschlag für den Film? A. Wie wäre es mit einer Komödie? Hangover ist immer sehr unterhaltsam. B. Klingt super. Dann schlage ich vor, dass wir den Plan so umsetzen. Wir kochen am Samstagabend zusammen bei dir, laden zwei Freunde ein und schauen danach gemeinsam den Film Hangover. Wie klingt das für dich? A. Das klingt großartig. Ich freue mich schon sehr auf den Abend. B. Ich auch. Es wird bestimmt ein toller und lustiger Abend. Vielen Dank für die tolle Idee. A. Kein Problem. Es macht mir immer Spaß, mit dir etwas zu planen. Bis Samstagabend. B. Bis Samstagabend. Wir sehen uns dann. Tschüss. A. Tschüss. A. Hey, hast du dieses Wochenende schon etwas vor? B. Nein, ich bin offen für alles. Was hast du vor? A. Wie wäre es, wenn wir zusammen kochen? Ich dachte, es könnte eine schöne Gelegenheit sein, gemeinsam etwas Leckeres zuzubereiten. B. Das klingt super. Wann und wo hast du denn gedacht? A. Wie wäre es am Samstagabend? Ich habe den ganzen Tag Zeit, um einkaufen zu gehen und vorzubereiten. B. Klingt gut. Wo könnten wir denn kochen? A. Ich dachte, bei mir zu Hause. Meine Küche ist groß genug für uns beide und ich habe alle nötigen Utensilien. B. Perfekt. Was möchtest du denn kochen? A. Ich hatte an ein italienisches Gericht gedacht. Wie wäre es mit selbstgemachten Pizzen? B. Das klingt lecker. Welche Zutaten brauchen wir dafür? A. Wir bräuchten Teig, Tomatensauce, Käse, Champignons, Paprika und natürlich verschiedene Belege nach Geschmack. Ich kann schon mal den Teig vorbereiten. B. Super. Ich bringe dann die restlichen Zutaten mit. Wie laden wir noch jemanden ein? A. Ich dachte, wir könnten ein paar Freunde einladen. Was hältst du davon? B. Das ist eine tolle Idee. Wie viele sollen wir einladen? A. Vielleicht zwei weitere Freunde, dann sind wir zu viert und haben genug Platz zum Sitzen. B. Prima, dann lade ich meine beiden besten Freunde ein. Sollen sie noch etwas anderes vorbereiten? A. Ich dachte, nach dem Kochen könnten wir einen Filmabend machen. Wir könnten uns einen lustigen Film aussuchen und gemütlich auf dem Sofa entspannen. B. Das klingt nach einem perfekten Plan. Hast du schon einen Vorschlag für den Film? A. Wie wäre es mit einer Komödie? Hangover ist immer sehr unterhaltsam. B. Klingt super. Dann schlage ich vor, dass wir den Plan so umsetzen. Wir kochen am Samstagabend zusammen bei dir, laden zwei Freunde ein und schauen danach gemeinsam den Film Hangover. Wie klingt das für dich? A. Das klingt großartig. Ich freue mich schon sehr auf den Abend. B. Ich auch. Es wird bestimmt ein toller und lustiger Abend. Vielen Dank für die tolle Idee. A.
Kein Problem, es macht mir immer Spaß, mit dir etwas zu planen. Bis Samstagabend. B. Bis Samstagabend. Wir sehen uns dann. Tschüss. Ah, tschüss.